So, moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wasteland 2. So, wir sind in der letzten Folge, sind wir ja hier in das Motel, wie auch immer, gekommen. Und, ja, ich würde sagen, wir kicken mal. Was hat denn hier, Na, wer war denn da spielen in der Badewanne, Wer hat denn da schon den Tag gekriegt? Das wüsste ich jetzt gerade auch gerne. Jetzt ist natürlich gerade die Frage, wie sieht es denn jetzt hier aus von wegen, haben wir unsere Sachen schon verkauft? Ich weiß das schon wieder nicht mehr. Gucken wir mal eben schnell. Das sieht mir so aus, als hätten wir das verkauft. Weitestgehend. Ja. Das klingt gut, dann bleiben wir so. Süchen, wir wollten aber jetzt gerade mal ganz kurz eben ins Questbuch gucken. Das war, glaube ich, unter L, genau, The Lock. Und einen Weg der Mutter zu erreichen oder einen zweiten Funkverstärker. Yep. Das wollten wir machen. Das sind alles die Sachen, die wir jetzt gerade im Prinzip noch offen haben. Wir machen aber jetzt gerade erstmal hier weiter. Der Canyon liegt hinter und der Monta vor uns. Jetzt müssen wir nur noch den Funkturm finden und uns Zutritt verschaffen. Das werden wir mal machen. Gehen wir ganz kurz eben hier raus. Jemand hat Schmerzen. Wer ist denn dieser jemand mit den Schmerzen? Gibt's nichts. Okay, dann gehen wir hier mal eben kurz wieder zurück. Roboter hatten wir gerade auf jeden Fall schon ein ganz viele in der Bekanntschaft gemacht. Weltkarte will ich gerade nicht. Warte mal, da ist der Ding. Wir sind von hier gekommen, glaube ich. Genau, hier war das blöde Tor. Da haben wir uns ja auch schon ewig drei Tage lang rumgeärgert. Was haben wir denn hier? Okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind, wo wir hin müssen. Aber hier ist auf jeden Fall noch... Hier waren wir noch nicht. Das heißt, ich soll immer die Augen aufhalten. Ich habe ja schon ewig nicht mehr gespielt auch, ne? Muss man ja dabei sagen wieder. Die Geschichte der Davis Wanton Air Force Base. Aha. Nüsse. Ich wollte schon immer mal ein Nüsschen haben. Ich bin der Taubes Nüsschen. Yeah. Taube Nüsschen. Wenn wir ein bisschen die Augen offen halten hier, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es hier gleich wieder direkt den nächsten Hinterhalt gibt. Zum Beispiel, wenn wir hier durchgehen. Eine schlampig errichtete Wand. Wenn ihr euren Kopf und eure Schulter einsetzt, könnt ihr den Erbauer wahrscheinlich total blamieren. Na, dann machen wir das doch mal. Er hat doch bestimmt hier rohe Gewalt. Unmöglich. Okay. Das geht auch nicht. Wait, wer ist er denn? Dieses hässliche Arschloch stinkt nach Schnaps und Scheiße. Finde ich gut. Kommen wir denn da hin? Rick Bajowski. Junge, bin ich froh, euch zu sehen. Oh, Scheiße, ihr seid diese abgefuckten Ranger, die meinen Bruder Rick umgenietet haben. Verschwindet hier. So verzweifelt bin ich nun auch nicht. Aha, okay. Unmöglich. Ja, doch mal die Law-Rakete. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, oder? Da hinten hat es auf jeden Fall wieder lecker Maisfelder. Schmackomais, könnte man sagen.
Oh shit. Ich muss sagen, dieser Abschnitt gefällt mir, also dieser Kartenabschnitt. Jetzt nehme ich mal ganz kurz eben schon alles mit hier. Das müsste auf jeden Fall der Funkturm hier sein. Das Problem ist jetzt gerade an der Geschichte. Das Ding, was da rumläuft, das klingt gerade ziemlich groß, wenn ich das mal so sagen darf. Die armen Schweine. So, dann wollen wir uns mal wieder hier ein bisschen, ne? Mal wieder ein bisschen in Aktion bringen hier. Zug beenden. Wir machen hier mal so einen kleinen, klitzekleinen Hinterhalt schon mal. Da kommt er doch schon. Hui! Haben wir Dauerfeuer jetzt hier gerade? 7? 5. Ja, da kommen wir noch ein bisschen weiter. Da können wir vielleicht dann mal... Ja, kriegen wir ihn auch noch nicht, aber einen Hinterhalt kriegen wir noch hin. Das ist genauso wie mit ihm. Den stellen wir jetzt mal einfach hier so hin. Und mal Zug beenden. Und ihn stellen wir mal nach dort. John Borno übrigens. Fump. Den stellen wir mal nach hier. Machen auch mal den Hinterhalt fit. So. 11 Erfahrungspunkte. Ja, ist ja ein Träumchen. Plönks. Plönks. So. Der Revolver hier. Kriegen wir natürlich jetzt hier gerade nicht. Wir könnten 2 verbrauchen, dann kommen wir vielleicht schon hin. Nee. Hinterhalt. Tja, der ist zwar gegen Bluten immun. Das bringt ihn jetzt aber auch nicht weiter, weil jetzt ist das Thema durch. Also haben wir erste Hilfeausrüstung, sehr schön. Und blutverschmiertes Tagebuch. Das geben wir ihm mal auch und das lesen wir gleich mal vor allen Dingen. Betamax-Tape, auch schön. Und eine Katzenminze. Ja, das wollte ich auch schon immer mal haben. Katzenminze. Das blutverschmierte Tagebuch. Können wir lesen das vielleicht mal? Können wir nicht. Schade. Gut, dann halt nicht. So. Threshing Claw, Kupferrohre. Und eine Festplatte. Wollte ich schon immer mal haben. Was ist denn hier? Untersuchen. Ah, okay, hier ist ein Schloss. Ah, ist ja vielleicht auch mal eine nette Sache. Wir könnten aber auch erstmal hier das Ding aufmachen. Ein Schloss. Unmöglich. Werewolf Valley. Okay, das geht nicht. Abgeschlossen. Ich würde das gerne aufmachen hier, Freunde der Sonne. Aber dann machen wir ganz kurz eben hier einen kleinen Funkspruch durchgeben, damit wir ein bisschen leveln können. Vielleicht kriegen wir irgendwie was Vernünftiges hin damit. Das sind die 5,56er Munition, die brauchte er doch, oder? Ja. Exakt genau. So sieht es aus. Okay. Und dann wollten wir... Ne, entlassen möchte ich die bitte nicht. Fertigkeiten. Da könnte man natürlich jetzt auf die rohe Gewalt gehen. Ich glaube, darauf haben wir sogar gespart.
So, sie wollen wir gleich hier auf jeden Fall fit und fertig machen. Die haben alle noch nichts wegen verfügbarer Tributspunkte, leider Gottes. Ich habe doch gerade den Typen gesehen, der da. Wie, kann ich jetzt nicht mal irgendwie mit ihm sprechen? Ja, ich öffne den Arm auf euch zu. Hier muss es doch eine zweite Möglichkeit geben, Mama. Freude der Sonne. Möglich? Ja, wir sind ja auf jeden Fall jetzt richtig, nur irgendwie möchte mir das Spiel, glaube ich, damit sagen, dass wir hier außen rum gehen müssen erstmal. Warum auch immer. Vor allen Dingen machen wir mal ganz kurz eben nachladen. Sonst fehlen uns gleich wieder so ein paar Sachen. Das ist natürlich nicht so schön. %, einfach. Ich glaube, er sollte mal gerade eben alleine laufen, bevor die jetzt hier alle wirklich in der Schusslinie stehen. Lalalala, ich breche mir eine Türchen auf. Und da laufe ich ganz schnell weg. Weil hier drüben hat es nämlich fiese, fiese Roboterchens. Ich mag das Geräusch einfach. Das ist fast so wie Weihnachten. Kopfschuss? 48%. Ja, leider ist es im Kopfschuss natürlich ein bisschen schwierig bei dem Roboter. Ja, das passt doch schon mal. Und hier bereiten wir wieder unseren Hinterhalt vor. Den Feuermodus ändern wir mal eben schnell. So, der geht mal kurz eben hier hin. Und Hinterhalt. So, dann lassen wir mal kommen. Hallo! Der arme Robby, ey, der hat ja keine Chance gehabt. Oh, schön, da kommt noch mehr. Ei! Na, das ist ja toll, hör mal, was da so alles ankommt. So, erst dran. 90 und 100 Punkte. Ich glaube, der Killer, da sollte ich mir ein bisschen mehr Sorgen drum machen. Ich glaube, deswegen kriegt der jetzt erstmal die volle Wohlfühlpackung. Tirili, Tirila, das war's. So, piff, paff, puff. Nein, ich verdammter Verscheiß-Idiot. Jetzt hau ab da. Wie kann man denn so blöd sein? Oh Mann, ey. Ah, guck mal, da kommt der nächste an. Von draußen vom Walde kommt der her. Der Herr. Okay. Ah, ist ein bisschen riskant vielleicht. Das lassen wir mal gerade. Das geht vielleicht schon eher hier. So, das könnte gehen. Machen wir erstmal auf den hier. Ah, komm, machen wir den mal fit hier. Ich denke mal, die Dame wird ja wohl selbstständig mit dem fertig werden. Jawohl. Jawohl. Das war's und hervorragend. Da können wir kurz im Nachladen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Wasteland 2 hoffentlich wieder. Also bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass einfach mal ein Däumchen nach oben da. Und bis dann. Ciao.